Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und wer hätte denn nicht gerne zu Hause einen eigenen Raum oder zumindest eine eigene Gesangskabine, in der man wie im Studio üblich so richtig schön trockene Aufnahmen machen kann, egal ob es dann Gesang ist, Podcast, Interview, Rap oder was dir sonst noch so einfällt. Aber allzu oft lässt es unsere Wohnsituation einfach nicht zu, weil die Wohnung entweder zu klein ist, man kein Geld hat oder weil man einfach noch keine Zeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Stell dich zum Aufnehmen in den Kleiderschrank ist dann einer der häufigsten Tipps, die man dann bekommt. Aber wie stellt man sich in den Kleiderschrank? Denn es gibt ja mindestens zwei Theorien, wie man es richtig machen kann. Und beide hängen so ein bisschen mit der Richtcharakteristik unserer üblichen Mikrofone zusammen. Das ist nämlich meistens eine Nierenrichtcharakteristik. Das bedeutet, dass das Mikrofon ja hauptsächlich den Klang hier aus der Einsprechrichtung aufnimmt und alles hier im Hintergrund dann ausblendet, was ja auch ganz gut ist und dafür sorgt, dass das Mikro dann bestmöglich von vorne aufnimmt. So weit, so gut. Wenn ich mich jetzt aber mit dem Mikrofon in den Schrank stelle, ist der ungedämpfte Raum in meinem Rücken. Ich singe also in den Schrank rein und der Schrank dämpft und absorbiert ja dann auch den größten Teil meiner Stimme, aber meine Stimme geht ja auch zu den Seiten weg und nicht nur einfach in den Schrank. Das heißt, die Stimme geht überall auch zu den Seiten und ich singe und spreche etwas lauter und schon kommt der Raumhall von hinten, quasi ungedämpft von mir, von hinten wieder in dieses Mikrofon rein, weil hinter mir ist ja der blanke Raum. Stehe ich andersrum, habe ich dann den geöffneten Kleiderschrank im Rücken, also kann von hinten im Prinzip schon mal kein Raumklang kommen, denn der wird ja vom Schrank absorbiert. Allerdings geht meine Stimme jetzt ungebremst in den kompletten Raum rein und der wird dadurch wahrscheinlich noch mehr angeregt, als es vorher schon der Fall war. Also der Schrank kann das nicht mehr wegkompensieren, was mehr in den Schall, in den Raum reingeht, also beißt sich die Katze da in den Schrank, in den Schwanz. Also, Schrank im Rücken und ein Reflexionsfilter, das wäre doch eine Möglichkeit. Da geht meine Stimme nicht so stark in den Raum und von hinten kommt der Schall dann auch nicht, weil da ist ja der Schrank, der das alles wegabsorbiert. Oder stelle ich anstelle von dem Reflexionsfilter vielleicht doch besser eine ausgediente Matratze hin, die ist vielleicht auch noch ein bisschen größer und kostet nichts. Aber die könnte ich mir ja auch in den Rücken stellen, wenn ich mich umgedreht mit dem Mikrofon in den Schrank reinstelle, könnte ich die Matratze in den Rücken stellen. Du merkst schon, ne? Stell dich einfach mal in den Schrank und nimm auf, ist nicht so trivial, wie es einfach klingt. Und deswegen habe ich mich einfach mal für dich aufgemacht und alles ausprobiert. Ich habe mich zum Aufnehmen in den Flur gestellt und dabei Gesang und Sprache und auch ein paar laute Transienten aufgenommen. So kurze Laute, die den Raum anregen sollten, damit man auch hören kann, wie der Raum reagiert. Alles einfach, um herauszukriegen, welche Aufnahmemethode denn wohl am wenigsten Raumhall in der Aufnahme hat. Ich stand also mit dem Mikrofon im Schrank. Mit dem Mikrofon im Schrank plus Matratze im Rücken. Mit dem Schrank im Rücken und einem Reflexionsfilter auf der Rückseite vom Mikro. Mit dem Schrank im Rücken und einer Matratze hinterm Mikro. Und nur für den Fall, dass du keinen Kleiderschrank haben solltest, habe ich für dich auch noch so eine Testaufnahme gemacht, einfach mal so in den Flur reingestellt und dabei das Reflexionsfilter hinter das Mikrofon gebaut und die Matratze auch mal hinter das Mikrofon gestellt, aber auch Reflexionsfilter und Matratze mal im Rücken ausprobiert. Also einfach mal, damit wir es mal gemacht haben. Was dabei rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt einfach mal in der Session an. Und wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, obwohl ich so viel gelabert habe und erkältet bin, ja, davon kann man sterben. Männer können von Erkältung sterben. Falls dir dieses Video also jetzt schon gefallen soll, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann lass es einfach. Wir gehen rüber in die Session und ich bin schon sehr gespannt, welche Aufnahmemethode denn tatsächlich am wenigsten Raumhall im Mikrofon zur Folge gehabt hat. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich eine ganze Menge aufgenommen. Ich habe hier unter anderem die einzelnen Spuren genauso benannt wie das, was ich da aufgenommen habe. Und wir können ja mal kurz gucken, was dabei zustande gekommen ist. Du siehst vor allem auf der einen Seite hier die kurzen Impulse, die ich gerade schon erwähnt habe. Dann habe ich hier eine Gesangspassage gemacht und habe dann hier nochmal Sprache aufgenommen. Nur damit du weißt, worauf du dich jetzt schon mal einlässt. Denn dieses Video wird wahrscheinlich doch ein kleines bisschen länger dauern, aber ich habe dir die Kapitel unten mal eingeblendet, damit du noch hin und her springen kannst für die Fälle oder auf die Fälle, wofür du dich speziell interessierst. Aber gucken wir mal, welche Sachen ich aufgenommen habe. Also zunächst einmal habe ich aufgenommen Schrank plus Matratze im Rücken. Das heißt, ich habe das Mikrofon in den Schrank reingestellt und habe hinter mir eine Matratze gehabt. Das war in meiner Theorie so die wirksamste Variante. Das heißt, hinter mir die Matratze federt alles vom Raum halt weg, was vielleicht von hinten kommen könnte. Und der Schrank vor mir federt dann quasi das weg, was von meiner Stimme noch so in den Raum reingehen könnte. Für mich in meiner Theorie also die am raumhallfreiesten Aufnahme. Aber das werden wir ja gleich mal hören, wie viel tatsächlich dabei rausgekommen ist. Dann habe ich das gleiche Setting genommen und habe einmal ohne Matratze im Rücken aufgenommen, um mal zu gucken, wie
wie viel die Matratze denn tatsächlich vom Raum hinter mir wegfedert. Weil ich habe ja schon gesagt, von hinten, also ins Mikro rein, wo ich da stehe, hinter mir ist der Raum, kommt ja doch einiges an Schall vom Raum in mein Mikrofon rein. Also einfach mal gucken, wie viel bringt denn die Matratze an der Stelle. Dann als nächstes haben wir den Schrank im Rücken. Das heißt, ich habe mich umgedreht und habe dann den Reflexionsfilter aufgestellt und habe den einfach mal hinter das Mikrofon gestellt, also im Rücken den Schrank, vor mir das Mikrofon, davor der Reflexionsfilter. Und der Reflexionsfilter sollte dafür sorgen, dass der Schall von meiner Stimme jetzt nicht ungebremst in den Raum reingeht, sondern zumindest von einem Reflexionsfilter abgehalten wird. Mal gucken, wie viel der Reflexionsfilter abhält. Und um die Effektivität vom Reflexionsfilter im Vergleich zu einer Matratze mal zu messen, habe ich das gleiche Setting genommen, Reflexionsfilter aber weg, und habe dann die dicke Matratze aufgestellt, um mal zu gucken, ob die Matratze da wirksamer ist als der Reflexionsfilter. Weil immerhin kostet der Reflexionsfilter ja, was weiß ich, 100, 200 Euro irgendwie an der Ecke. Und die Matratze ist weitgehend kostenfrei. Zwar nicht so einfach im Handling, weil die kann man ja nicht mal so eben irgendwo hinstellen, aber könnte durchaus effektiv sein. Den Vergleich gucken wir uns also gleich auf jeden Fall auch nochmal an. Dann habe ich für Leute, die keinen Schrank haben, auch mal eine Aufnahme ohne Schrank gemacht und habe einfach mal die Matratze an die Wand gestellt, habe das Mikrofon davor gestellt und dann mal geguckt, wie viel denn eigentlich dann vom Raum halt im Mikrofon landet. Weil hinter mir ist dann der ungedämpfte Raum, vor mir ist die Matratze, im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie mit dem Schrank ohne Matratze, aber das ist das Setting. Und dann habe ich nochmal das Mikrofon einfach in den Flur reingestellt, habe den Reflexionsfilter davor gemacht, um zu gucken, wie viel der da abfängt, und hinter mir die Matratze aufgestellt. Das heißt, die Kombination für Leute, die Reflexionsfilter haben und eine Matratze aufstellen können, habe ich dann damit aufgenommen und habe dann, um mir nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, dass ich vielleicht mit meinen 10, 12 Zentimeter Abstand zum Mikrofon zu weit weg gewesen bin, weil das Mikrofon ja dann natürlich viel Raumhall aufgenommen hat, habe ich nochmal eine Variante aufgenommen, die war wirklich extrem unkomfortabel und deswegen habe ich auch nur die Sprache so aufgenommen. Habe dann eine Aufnahme gemacht, wo ich extrem nah ans Mikrofon rangegangen bin. Das heißt, das Verhältnis zwischen meiner Stimme und dem Raumklang war deutlich verschoben. Mehr von meiner Stimme, deutlich weniger Platz für den Raumhall. Habe dann nochmal die Matratze direkt in meinen Rücken reingestellt, sodass ich wirklich völlig unkomfortabel und eingeklemmt zwischen den beiden gestanden habe, um einfach mal zu gucken, okay, wie trocken oder wenig trocken ist denn dann die Aufnahme? Das gucken wir uns mal ganz am Schluss an. Wie gesagt, wenig komfortabel, kaum handelbar, und das kann man eigentlich auch nicht länger aushalten als 3 Minuten. Das heißt, für einen kurzen Clip geht das mal, aber wenn du ein Hörbuch einlesen willst, ist das nicht machbar. Aber hier geht es ja um eine Machbarkeitsstudie. Also, fangen wir mal an als erstes und hören wir mal erstmal die Varianten durch mit den kurzen Impulsen. Und ich kann dir mal kurz einen Eindruck davon geben, wie die kurzen Impulse klingen. Das ist so. Du kannst also den kurzen Impuls hören, danach den Raumhall, der tatsächlich im Mikrofon landet. Und wenn du da ein Rauschen hören solltest, das ist leider mein alter Laptop, der mit seinem Lüfter wirklich um sein Leben gekämpft hat. Aber da das hier nicht relevant ist, es rauscht halt ein bisschen, aber das hat keinen Einfluss auf den Raumhall, den wir hier beurteilen wollen, habe ich das jetzt einfach mal in Kauf genommen, dass mein alter Laptop da im Flur vor sich hin werkeln musste. Das nur am Rande. Also das war die Aufnahme Schrank plus Matratze im Rücken. Hören wir nochmal kurz. Verhältnismäßig trocken, kurzer Nachhall, aber im Prinzip schon mal eine vernünftige Aufnahme, würde ich sagen. Nehmen wir mal die Matratze weg und gucken mal, was das im Vergleich macht. Und da wird es dann deutlich nasser sofort nochmal. Hören wir uns die beiden mal direkt hintereinander an. Ne? Das erste ist die Aufnahme von mit der Matratze im Rücken, das zweite ohne. Ich habe die mal hier hintereinander geschnitten, damit du dich nicht wunderst, warum ich das hier hinten anmache. Hören wir nochmal die beiden kurz im Vergleich. Die zweite Aufnahme, wenn die Matratze weg ist, ist deutlich nasser. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie ultimativ so nass, dass man in einer Bahnhofshalle steht, aber es ist schon deutlich, deutlich relevant hörbar auf jeden Fall. Ne? Wenn man später zum Beispiel mit starker Kompression arbeiten wollen würde bei so einer Aufnahme, dann würde der Kompressor auf jeden Fall diese leiseren Anteile vom Raum deutlich mehr hervorholen bei der Aufnahme ohne Matratze als bei der Aufnahme mit Matratze. Aber gehen wir mal weiter und hören wir uns das Ganze mal umgekehrt an. Ich habe also jetzt den Schrank im Rücken und das Mikrofon ist jetzt nur geschützt, oder der Raum ist jetzt vor meiner Stimme nur geschützt durch den Reflexionsfilter. Hören wir mal an, wie da der kurze Impuls klingt. Hey! Und das ist jetzt für mich schon gefühlt deutlich nasser. Ne? Das heißt, der Schrank filtert zwar einiges hinter mir weg, aber anscheinend scheint vom Raum dann doch deutlich mehr im Mikrofon zu landen. Hören wir mal. Hey! Okay. Hören wir mal im direkten Vergleich mit der ersten Aufnahme vom Schrank mit der Matratze im Rücken, die beiden. He! He! Das hörst du schon, ne? Also es ist wirklich deutlich nasser. Also wenn man den Schrank im Rücken hat, scheint das nicht so ganz die optimale Variante zu sein mit dem Reflexionsfilter. Nochmal. He! He! Also,
Die Variante Reflexionsfilter hinter Mikrofon und Schrank im Rücken ist also im Vergleich zu der umgekehrten Variante schon mal nicht so ganz so transportabel. Und falls du dich fragst, warum ich den Reflexionsfilter nicht in meinem Rücken aufgestellt habe, der ist zu klein, der ist da nicht handelbar und der bringt da nichts. Also wenn, dann muss es schon was Großes sein, wie die Matratze. Ne? Aber hören wir mal, wenn wir den Reflexionsfilter austauschen gegen eine Matratze. Das heißt, wir hören mal den kurzen Impuls, wenn ich den Schrank im Rücken habe und auf der Rückseite vom Mikrofon steht jetzt die Matratze, die meinen Schall abhält, davon in den Raum reinzuschwirren. Mal gucken, wie das klingt. He! He! Okay, nochmal. He! He! Bilde mir ein, dass der Raum halt ein bisschen kürzer ist, aber wir können auch die beiden mal im direkten Vergleich hören. Also einmal mit Reflexionsfilter hinter Mikrofonschrank im Rücken und einmal mit der Matratze hinter Mikrofonschrank im Rücken. Hören wir die beiden mal. He! Machen wir mal ein bisschen mehr Abstand zwischen die beiden, damit man es ein bisschen besser hören kann. He! 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 Also ich würde sagen, die Variante mit der Matratze gewinnt tatsächlich an dieser Stelle, aber um dem Reflexionsfilter auch ein bisschen entgegenzukommen, der ist im Handling deutlich einfacher. Die Matratze bleibt nicht einfach stehen, die muss man irgendwie festklemmen und das ist nicht ganz so einfach, die Matratze aufzustellen. Aber wenn man jetzt nicht jeden Tag aufnimmt, würde ich sagen, zumindest in diesem Setting, im Flur, Schrank im Rücken und mit der Matratze ist das Ergebnis ein bisschen trockener, wobei ich mich dann umdrehen würde nach den Erkenntnissen von gerade und tatsächlich die Matratze im Rücken hätte und in den Schrank reinsingen würde, weil das filtert, glaube ich, anscheinend am meisten weg. Für die Leute, die keinen Schrank haben, habe ich mich ja aufgestellt und habe mich einfach mal vor die Matratze gestellt. Und dabei landet dann folgender Raumhall im Mikrofon. He! Und das ist dann noch deutlich mehr. Ne? Da ist es dann doch deutlich nasser im Nachklang vor diesem kurzen Impuls. He! Und das hören wir mal im Vergleich zu Schrank im Rücken mit Matratze. Ja, genau. Wir hören zwei Matratzen im Vergleich. Einmal Schrank im Rücken mit Matratze und einmal nix im Rücken und Matratze. He, 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 he. Okay, der Schrank ist also der ganz klare Gewinner hier auf jeden Fall. Ne? Also ein Schrank scheint am meisten wegzunehmen und in Kombination mit der Matratze scheint er tatsächlich da am erfolgreichsten zu sein. Aber ich habe ja gesagt, Flur mit Reflexionsfilter, also einfach nur der klassische Reflexionsfilter und dann im Rücken nochmal die Matratze aufzustellen. Mal gucken, wie das klingt. Dann haben wir nämlich unsere kurzen Impulse auch schon durch hier. He! 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 Okay, das hören wir mal im Vergleich mit ohne Schrank vor der Matratze. Ja, genau. Dann haben wir quasi den Vergleich zwischen Reflexionsfilter mit Matratze und einfach vor der Matratze. Also wenn du gar keine Reflexionsfilter haben solltest, sondern nur eine Matratze, wie das dann klingt im Vergleich. He, 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 he. Okay, mache ich auch noch mal ein bisschen Abstand dazwischen. He, he. Also ich habe den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch liegen sollte, ich habe den Eindruck, dass die Variante, wenn man in Richtung Matratze singt, dann nochmal ein bisschen trockener, also ein bisschen, ein Müh trockener ist, als wenn man in den Reflexionsfilter reinsingt und die Matratze hinter sich stehen hat. Aber nochmal kurz. He! 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 Zur Erinnerung, das erste ist einfach vor der Matratze und der zweite ist halt mit dem Reflexionsfilter und die Matratze im Rücken. He! 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 Okay, ich glaube, die Matratze hat auch in dieser Stelle einen kleinen Vorteil gegenüber dem Reflexionsfilter. Aber gehen wir doch mal in die Praxis rein. Ne? Kurze Impulse sind die eine Geschichte. Aber also, nee, ich habe mir so eine Mühe gemacht. Komm, wir hören mal kurz im Vergleich alle hintereinander, damit wir es einmal durchgehört haben. Also von oben durch, ne? Das, wie ich es gerade benannt habe. Und du kannst ja mal hier direkt mitgucken, wie es hier ist. Mit Matratze im Rücken in den Schrank rein, ohne Matratze im Rücken in den Schrank rein, Schrank im Rücken mit dem Reflexionsfilter, mit der Matratze dahinter, ohne Schrank vor der Matratze, Flur mit Reflexionsfilter, Filter plus Matratze im Rücken und am Schluss noch ohne Schrank. Da habe ich, glaube ich, keinen Impuls gemacht. Also hören wir mal einmal alle durch. So. He, 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 he.
Also wenn man sie so schnell hintereinander durchhört, dann ist tatsächlich Schrank mit der Matratze im Rücken hier der heimliche Gewinner, was das auf jeden Fall angeht. Aber das sind kurze Impulse, hören wir mal in die Praxis rein. Machen wir mal eine Gesangsaufnahme, die habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe einen meiner Lieblingssongs aufgenommen, zumindest einen kurzen Ausschnitt. Kiss from a Rose von Seal, okay, dann kriege ich halt einen kleinen Copyright-Claim für dieses Video, ist mir aber wurscht, weil ich mag dieses Lied einfach. Und wir hören jetzt einfach mal die Aufnahme hier. Erstmal solo, dass wir nur die Aufnahme, nur meinen Gesang einmal kurz in der Passage hören, wenn ich in den Schrank reinsinge und dann mit der Matratze im Rücken. Also das bis jetzt anerkanntermaßen trockenste Ergebnis. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose. And if I should fall, I've been kissed by a rose on the grave. Also, da würde ich jetzt mal nichts zu meckern haben. Es ist ein ganz leichter Raumklang drauf. Klar, ich habe ja auch nicht einfach nur ganz sanft gesungen. Aber es ist auf jeden Fall nicht uncharmant. Es fügt sich ganz gut ein. Und ich denke mal, in Verbindung mit der Musik wird es sich wahrscheinlich versenden. Hören wir die beiden mal an und die Stimme ist komplett ungemischt. Ne? Da ist also nichts mit passiert. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose. And if I should fall, I've been kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell you, so much he... Okay, es scheint sich auf jeden Fall gut einzufügen. Es scheint es also tatsächlich hier gut zu funktionieren. Aber bei Gesang ist es ja auch so, dass man sowieso grundsätzlich, wenn man die Stimme bearbeitet, ein bisschen Raumklang drauf machen würde. Also nehmen wir doch mal die nachweislich nasseste Aufnahme und hören uns die mal an. Das ist nämlich ohne Schrank. Das ist der Flur mit Reflexionsfilter und der Matratze im Rücken. Das war, glaube ich, die nasseste Aufnahme, die wir gemacht haben. Mal gucken, vielleicht ist es ja durchaus nicht ohne... Oder ist es nicht nur von Nachteil, wenn man Raumklang drauf hat? Zumindest bei Gesang kann es ja durchaus passieren, dass sich die Stimme dann automatisch schon von selber in den Mix einfügt. Aber hören wir mal kurz rein. Also die anerkannterweise nasseste Aufnahme, nur in den Flur mit dem Reflexionsfilter und der Matratze im Rücken, wie sich das anhört. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose. Man hört so ein bisschen den Nachhall. And if I should fall, I've been kissed by a rose on the grave. Also hier ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen. Das heißt, du siehst, dass sich der Raumklang auch durchaus versenden kann im weitesten Sinne. Natürlich ist jetzt hier noch nicht komprimiert. Der Raumklang würde vielleicht durch eine Kompression noch mal ein bisschen weiter nach vorne geholt werden würden. Wir hören mal kurz solo rein. Ich mache mal die Musik aus, damit wir hören können, wie nass das Signal tatsächlich ist. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose. Bei dem zweiten I've been kissed by a rose hört man den Raumklang, glaube ich, am deutlichsten. Deswegen die Stelle nochmal. I've been kissed by a rose. I've been kissed by a rose. Ne, also da hört man den Raumklang schon, aber insgesamt finde ich, bei Musik scheint es sich tatsächlich mehr oder weniger zu versenden. Natürlich ist es nicht furztrocken, man hat einen gewissen Raumklang drauf, aber man würde in der Nachbearbeitung bei einer musikalischen Stimme sowieso einen Raumklang drauf machen. Nehmen wir nochmal eine andere Variante, nehmen wir nochmal die Variante mit dem Schrank im Rücken und dem Reflexionsfilter. Mal gucken, wie das klingt. I've been kissed by a rose on the grave. Auch ein bisschen nasser. I've been kissed by a rose. And if I should fall. Tja. Also da würde ich sagen, das kommt, glaube ich, nicht negativ. Nehmen wir noch mal die Musik dazu und lassen wir es bei diesen drei Beispielen. Aber ich würde sagen, bei Gesangsstimme ist es zumindest nicht komplett von Nachteil, wenn man ein bisschen Raumklang drauf hat. Hören wir nochmal. I've been kissed by a rose on the grave. I've been kissed by a rose. And if I should fall,
kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can... Also tatsächlich. Aber ich will dir natürlich nicht vorenthalten, wie alle im gleichen direkten Vergleich klingen. Deswegen machen wir hier nochmal einen Loop und nehmen mal hier diesen Endteil, den ich hier habe. Und hören uns den jetzt mal im Rundlauf quasi an, wie es denn klingt, wenn wir hier einmal alle Varianten durchschalten. Und ich blende dir wieder ein, welche du gerade hörst, damit du auch weißt, was da gerade am Bach ist. Wir starten wieder mit dem, wenn ich in den Schrank reinsinge und die Matratze im Rücken habe und dann wieder von oben nach unten durch. Also viel Spaß und ich bin mal gespannt. Du kannst mir deine Meinung auch mal in die Kommentare reinschreiben. Jeder Kommentar nimmt ja eher am Gewinnspiel teil und deswegen lohnt sich sowieso, da mal was reinzuschreiben. Aber schreib mir ruhig mal deine Meinung rein, welche Variante dir am besten gefallen hat, auch klanglich gefallen hat. Aber wir gucken jetzt mal, was hier tatsächlich passiert ist. Also, los geht's. My Na, ich lasse die Musik mal weg, damit wir es wirklich beurteilen können. My power, my pleasure, my pain. 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 Also speziell bei der letzten Variante, wo ich, was habe ich hier, mit, wo ich in den Flur reinsinge, Reflexionsfilter und nur hinter mir die Matratze, hört man, dass da doch deutlich am meisten drauf ist. Ne? Vielleicht habe ich hier auch ein bisschen zu viel abgeschnitten am Ende. Vielleicht können wir es dann noch ein bisschen besser hören. Ich gebe dir nochmal eine Chance und wenn es dir zu langweilig werden sollte, dann springst du einfach schon mal zum nächsten Kapitel, wo wir dann über die Sprache sprechen. Aber nochmal von oben runter, damit ich mir hier nicht vorwerfen lassen muss, dass ich hier irgendwas unterschlagen habe. Also nochmal, einmal von oben nach unten durch und du schreibst, wie gesagt, in die Kommentare mal rein, welche Variante dir am besten gefallen hat, was dir aufgefallen ist und vielleicht klingen sie ja sogar unterschiedlich. Hören wir mal. My power, my pleasure, my pain. 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 Also speziell die letzte ist einfach die nasseste wahrscheinlich, ne? Hören wir die nochmal einmal zum Schluss abschließen. My power, my pleasure, my pain. Definitiv. Der größte Nachhall, aber in diesem Fall bei Gesang kein Nachteil, würde ich sagen, zumindest. Klar, es ist ein bisschen schwieriger zu kontrollieren am Ende des Tages, wenn schon so viel Raum halt drauf ist. Aber bei Gesang für Musik sollte das noch kein Problem sein. Aber die Königsdisziplin, weswegen man eine Vocal Booth aufbaut, ist ja in der Regel Sprache. Und bei Sprache ist es nun mal so, dass man da scheiden sich die Geister. Die einen mögen eine furztrockene Stimme, die anderen mögen ein bisschen Raum halt rum, weil es dann nicht so eben trocken klingt bei der ganzen Geschichte. Aber hören wir uns mal an, ein ganz normal gelesenes Kapitel aus den kleinen Nachtgeschichten, die ich immer lese, dieses Mal vom kleinen Nacht. Und wir hören mal in die Furztrockene rein und dann direkt im Vergleich hören wir mal in die nasseste Variante rein. Also starten wir mit, ich spreche in den Schrank rein, Matratze im Rücken. Los geht's. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt, das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet, der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Okay, das klingt relativ trocken. Man hört natürlich im Hintergrund wieder den Lüfter vor meinem Laptop rauschen, aber der ist ja dann normalerweise nicht das Problem, sondern der Raum, um den soll es ja gehen. Hören wir mal im Vergleich dazu die nasseste Aufnahme eben, wenn ich mit dem Reflexionsfilter hinter dem Mikrofon in den Flur reinspreche und hinter mir nur die Matratze stehen habe. Von vorne. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Der Bauer hatte zugeschaut, wie das Gras wächst und die Blumenfrau hatte ihre Blumen begossen. Also hier wird es jetzt dann doch schon deutlich offensichtlicher, dass der Raumhall an dieser Stelle, wenn wir so eine exponierte Stimme haben, die einfach nur spricht, dass es hier dann doch eher unangenehm ist. Hören wir mal im direkten Vergleich, schalte mal zwischen der trockensten und der nassesten Aufnahme hin und her. Keine Angst, wir hören uns alle gleich nochmal im Vergleich an. Aber jetzt zumindest mal der größte Vergleich. Also zwischen Schrank mit Matratze, auch die kostengünstigste Variante, und dann Reflexionsfilter und Matratze im Rücken. Also hören wir mal im direkten AB-Vergleich. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen.
Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt, das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet, der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt, hatte zugeschaut, wie das Gras wächst, und die Blumenfrau hatte ihre Blumen begossen. Nun war es Abend. Also im direkten Vergleich hört man sofort, dass hier tatsächlich, also ich habe ja immer denselben Abstand zum Mikrofon gehabt, dass hier die Kombination aus Reflexionsfilter, Raum und Matratze im Rücken dann auch noch einen anderen Klang hat, als diese eher intimere Stimmung, die dann quasi der Schrank hat. Und nochmal, ich habe immer den gleichen Abstand gehabt. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich eine Handbreite, das sind ungefähr 10 cm von hier, bis zum Popschutz vom Mikrofon Abstand gehalten habe, sodass zumindest da kein Unterschied sein sollte. Aber wir hören jetzt einfach mal alle Varianten durch. Ich blende dir wieder ein, welche du hörst, und du kannst ja dann auch mal da entscheiden, welche Variante dir am besten gefallen hat. Und vielleicht fällt dir ja sogar ein Klangunterschied zwischen den Varianten mit dem Reflexionsfilter und denen mit der Matratze auf. Weil ich habe den Eindruck, dass der Reflexionsfilter auch irgendwie den Klang von dem Mikrofon verbiegt und nicht unbedingt zum Positiven. Aber hören wir mal von vorne bis hinten durch. Die kleinen Sprünge im Text liegen daran, dass ich natürlich nicht alles im selben Tempo gelesen habe. Ich habe ja alles einzeln eingelesen, bei jedem Durchgang ein kleines bisschen anderes Timing gehabt. Aber ich hoffe, das kann man verschmerzen, wenn man doch wenigstens hören kann, wie der Raum sich hier entwickelt. Also starten wir wieder oben und los geht's. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Auer hatte zugeschaut, wie das Gras wächst, und die Blumenfrau hatte ihre Blumen begossen. Abend. Da zündete der kleine Nachtwächter seine Laterne an. Also man merkt, wie die letzten beiden deutlich nasser werden. Und ehrlich gesagt habe ich hier so eine kleine Überraschung gerade gehabt, weil der Schrank im Rücken mit Matratze hat mir klanglich auch gut gefallen. Also diese Variante hier. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Okay, da ist Raum drauf, aber mal hören nochmal. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Okay, es ist nicht unangenehm, es ist nicht ganz so warm wie die Aufnahme, die wir im Schrank gehabt haben mit der Matratze im Rücken. Die mache ich nochmal an. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Und trotzdem ist das die kontrollierteste Aufnahme. Machen wir uns nichts vor. Ne? Hier ist einfach alles da, wo es hingehört. Es ist fast kein Raumhall drauf oder zumindest keine unangenehme Dosis drauf. Und ehrlich gesagt ist das dann auch dann doch der heimliche Gewinner. Also Mikrofon in den Schrank reinstellen und eine dicke Matratze in den Rücken. Das hilft schon, einiges wegzufedern. Damit haben wir da auf jeden Fall ein großes Mysterium aufklären können. Und ehrlich gesagt, die Variante mit dem Reflexionsfilter, wir hören sie mal beide im Vergleich. Ich habe ja zwei Aufnahmen mit dem Reflexionsfilter gemacht. Einmal mit dem Schrank im Rücken und einmal mit der Matratze im Rücken. Hören wir mal kurz nochmal. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen. Der Tag war gut und freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Der Bauer hatte zugeschaut, wie das Gras wächst, und die Blumenfrau hatte ihre Blumen begossen. Okay, auch da, ne? Also wenn du mit dem Reflexionsfilter aufnimmst und dem Schrank im Rücken hast, dann ist das auf jeden Fall auch eine ordentliche Variante, aber hat schon deutlich mehr Raumklang, als wenn du den Reflexionsfilter durch eine Matratze ersetzen würdest und dich dann umdrehst und in den Schrank direkt rein aufnimmst. Aber ich habe dir ja noch versprochen, dass wir noch eine Spezialaufnahmevariante machen, nämlich ganz nah ans Mikro ran, damit wirklich ganz viel von meiner Stimme im Mikro landet und natürlich dann auch der Raumklang wenig Chance hat, gegen meine Stimme anzukommen, weil meine Stimme einfach so viel reingibt oder so viel Signal hat, dass der Rest nicht so stark auffällt. Und zum anderen die Matratze wirklich ganz nah ran. Das heißt, von hinten ist auch fast keine Chance mehr, dass was in das Mikro reinkommt. Das Mikro wird verdeckt von meinem Kopf, von der Matratze von hinten. Das müsste eigentlich trocken sein. Das Einzige, was passiert, wir werden einen irren Nahbesprechungseffekt haben. Und auch die Aufnahme spiele ich dir mal vor. Der kleine Nachtwächter und die Schäfchen.
Der Tag war freundlich gewesen. Der Drehorgelmann hatte seine schönsten Melodien gespielt. Das Luftballonmädchen hatte 26 bunte Luftballons aufgepustet. Der Dichter viele Blätter voll Gedichte gekritzelt. Der Bauer hatte zugeschaut, wie das Gras wächst, und die Blumenfrau hatte ihre Blumen begossen. Nun war es Abend. Da zündete der kleine Nachtwächter seine Laterne an. Also man hört ein bisschen Raumklang, aber die Stimme ist schon sehr angenehm natürlich durch den Nahbesprechungseffekt, und vom Raumklang bleibt wenig übrig. Aber wie gesagt, das Ding war, die Matratze war hier in meinem Hinterkopf, 1 Zentimeter Abstand zum Mikrofonschirm, und das war es dann auch schon. So hätte ich nicht länger als eine Minute einlesen können. Singen hätte ich so wahrscheinlich gar nicht gekonnt, weil es war äußerst unkomfortabel. Vielleicht hätte es was gebracht, wenn ich die Matratze hinter mir so aufgespannt hätte, so im Halbrund. Aber wer hat so viel Platz am Ende des Tages, eine Matratze dann so aufzuspannen? Und wie spannt man sie und wie hängt man sie dahin? Vielleicht hätte man sie von der Decke hängen müssen. Vielleicht Platz für ein zweites Video. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, ich gucke mal in deine Kommentare rein und bin mal gespannt, was du tatsächlich reinschreibst. Falls du dir die Spuren hier runterladen möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Ich habe das gerade am Anfang schon mal eingeblendet, aber jetzt kann ich es auch nochmal sagen. Falls du dir die Spuren runterladen möchtest, kannst du das gerne tun, indem du mich hier unterstützt über einen Kaffee. Hier unten drunter steht Mitglied werden unter dem Video. Da kannst du mir einen Kaffee ausgeben, und dann bekommst du da in dem eingeschränkten Bereich bekommst du dann Zugriff auf einen Download, wo du dir dann alle Spuren nochmal runterladen kannst. Alle für deine DAW kannst du sehr reinziehen. Also nicht die Session, sondern die einzelnen Spuren. Oder aber du bist Basis- oder Premium-Mitglied. Da findest du dann einen Download-Link bei dir im Download-Bereich. Da kannst du das natürlich auch runterladen. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren deiner Aufnahmen mit Schrank, Matratze oder Reflexionsfilter. Schreib mal deine Erfahrung unten in die Kommentare, und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.